Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Das ist ein Spiel von Galaxy Trail. Wir gehen jetzt mal auf diesen interessanten 8-Bit- oder eher 16-Bit-Planeten, wie man möchte. Und dann seht ihr gleich dieses absolut coole Game. Das wirklich aus einer 16-Bit-Welt hätte stammen können. Erbarmungsloser Kampf. Aber jetzt ist er dran. How did this happen? Our walls are impenetrable. Your floor isn't. Well, if death is what you seek, then I will gladly provide it. There is no reason to be hostile, Your Majesty. In fact, you should be proud. Your son is moments away from inheriting the throne. Dale! I tried, Father. What do you want with us? How shall I explain this? I'm gifting your son with my knowledge. It will make him the most powerful ruler your world has ever known. And he will answer to no one but me. No! Prepare the Snatcher. Bauen wir ihn mal um. A crisis has befallen our world. For centuries we have depended on the Kingdom Stone, but its strength is failing. It cannot keep up with our growing demand for energy. The Prince of Shredar, poisoned with madness over the death of his father, has spread machines across the land to steal energy from other kingdoms. Tensions are growing, and I fear that war may be inevitable. So, herzlich willkommen zu Freedom Planet. Nee, ich sag noch nichts. Die meisten Leute werden sicherlich das Ding sowieso kennen. Abgesehen davon ist das wirklich, ich finde das lustig, das sieht so wirklich aus wie so ein, ja, Sega Saturn hatte solche typischen Menüs. So, wir gehen mal auf Easy, das steht schon auf Easy, das ist okay. Bloß nicht. So, jetzt starten wir das Game und ich denke, Sega-Veteranen werden mit dem Ding unglaublich viel Spaß haben. So, Adventure-Mode ist das, was wir zeigen wollen, weil ein bisschen Story muss ja doch schon auch sein. Na, was kommt denn da? Nein, hat er gesagt. 3 Tage später. Im Dorf zum Osten. Jetzt geht's los. Where are you going? Wo willst du hin? I have to make sure they're okay. Ich muss sicherstellen, es ist alles okay. Kannst du nicht später mal irgendwie die Vorzeigeheldin spielen? Keine Chance! Ne? Kommt uns das irgendwo bekannt vor? Super, jetzt bin ich wieder nur für mich. Hurra! Das ist wohl klar, was wir nehmen, ne? Na, kommt euch das irgendwie bekannt vor? Ne? Auch wenn man hier keine Ringe einsammelt. Denn es ist ja nicht Superman 64. Es ist wirklich, wo man... Man muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich... Auch wenn es damit eigentlich nichts zu tun hat.
ist das eigentlich in Anführungszeichen das beste Sonic-Game aller Zeiten. Naja gut, vielleicht nicht aller Zeiten, aber auf jeden Fall in sehr geraumer langer Zeit. War nichts gegen Sonic Generations, das war ja ganz putzig, aber mein Gott, ist das hier besser als das, was die dann aktuell raushauen. Sammeln. Aber der ist unglaublich cool. Genießt auch ein bisschen die Musik. Es ist so, als hätte wirklich zur Hochzeit von Sega hätten die so ein Game gemacht. Es ist auch typisch, das muss man sagen, wäre so ein bisschen so, gibt ja so diese, naja, ewig gestrigen Nintendo-Jünger. Man muss Sega schon viel lassen, dass sie ein bisschen edgier geworden sind als diesen üblichen Nintendo Family Entertainment Rotz, an dem sie ja heute noch kranken. Ja. Ich meine, auch wenn irgendwelche ewigen Nintendo Fanboys da immer rumnörgeln und alles toll, alles super und alles toll finden. Naja. Ne? So viel Family Entertainment hat nämlich Nintendo in seinem Heimatland nämlich nicht. Da machen die auch ganz komische Sachen. Aber das kriegen wir natürlich nicht. Weil hier muss das aussehen wie Spielzeug. Gut, dass sich das bis heute nicht geändert hat. Regt sich übrigens immer noch keiner darüber auf, dass wir nur die Hälfte kriegen. Warum auch? So, nehmen wir das mal mit. Na komm. Fällt es aber ganz besonders auf, denke ich. Ach, ist das schön. Mein Gott. Das ist wirklich also ein Jump'n'Run, wo man auch sofort wieder sagt, das kannst du eigentlich gar nicht aus der Hand legen. Deswegen, also. Ja, du mich auch. Okay, da muss ich wahrscheinlich sowieso her. Na komm. So, abgebaut. Weiter. Na gut. Wenn du nicht willst, dann mach ich's halt so. Aber das ist wirklich, ne, mit den Moves, das ist Sonic. Das soll mir keiner erzählen. Ja, das kriegt Sega heute nicht mehr hin. Warum auch immer. Okay. Haben wir da irgendwas, was wir da hin? Also das kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Das finde ich geil. Ich auch. Also das ist, glaube ich, so neben Shovel Knight das Game, was eigentlich jeder haben muss, wenn man irgendwie
Fan von Plattformern ist. Na komm. Boss. Na komm. Ich habe Centipede gespielt. Ich habe sogar Human Centipede gesehen. Leider. Na, geht doch. Und genießt die Musik. Es ist der Traum. Es ist ein Träumsche. Wahrscheinlich, ne? Na, komm. Na, hier? Kennt ihr das auch noch? Wasser und Sauerstoff? Weg. Na, komm. Mich auf. So. Okay. So, gehen wir wieder hier hoch. So. Tschüss. Ich will aber gar nicht daher. Na gut, wenn er mich dahin lockt. Na komm, komm, komm. Ja. Hier hin. Oben? Ach, ich kann da durch. Okay. Dann ich auch. Na, komm. Und dann wahrscheinlich hier nach oben, ne? Ja. Wie das gehört. Den Schild kennt man, glaube ich, gar nicht, ne? Na komm. Alles weg. Warnt's mich nicht ohne Grund, ne? Na gut. Aber es sieht doch unglaublich gut aus, Alter. Ah! Auch wirklich Indie-Games, die es auch wirklich verdienen, gespielt zu werden. Das verdient es auf jeden Fall. Also es hat super, super Bewertungen bekommen, das Spiel. Und ich kann auch nur sagen, zu Recht. Machen wir mal ein bisschen Speed wieder.
Okay. Komm, laufen wir mal ein bisschen. Jetzt ist es wirklich Sonic, ne? Geil gemacht. Na komm, Revenge. Oh, Musik ist so geil. Ah. Gut, für Sega-Verhältnisse ist die Musik noch nicht viel zu gut. Aber wie gesagt, es gibt Super Nintendo-Games, die sich so anhören. So ist das nicht. Oder Amiga-Games, das ist ja nun auch 16-Bit. Gut, Atari ist jetzt weniger. Yes! Ich liebe dieses Game, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Geiles Game. Schön! Stimmt gar nicht, war länger als 11 Minuten. Komm, sehen wir noch eine Cutscene? Oh, sogar ein Achievement, ich bin so glücklich. How many chasers are left? Tell me. You didn't say please. Don't play games with me, duckling. Tell me. Fine, be that way. Where's that blasted snake mouth? I guess we'll have to do this the hard way. Übertreibt ein wenig. What is this hideous creature? Stay back! Oh no! The Duckman comes with me! I'm not gonna let you eat him! What? What the? Geil. Too easy! Oh, that was a close one. Thank you, Miss, Lilac. Miss Lilac. Are you okay? I saw a huge explosion back there. You've been following me this whole time, haven't you? Duh. I take it you know this guy. Girl. This girl? She's like my tail, always right behind me. Carol the Wildcat, at your service. And this is Lilac. Well, I'm Torque. I'm a shell duck. Shell duck? It's more of a nickname. I'm not exactly from around here. So what are you doing out here? The skies haven't been safe for days. Someone is about to steal the Kingdom Stone, and I have to stop them. The Kingdom Stone? That's impossible. Yeah, only I could steal it. You wish. Well, it's already happening. Narzawa is sending troops in disguise to the ancient temple. I have to warn them. Carol and I are pretty fast. We could run over there for you. Seriously? Yup, I've got a motorcycle and she's a dragon. They're like super fast. Turn straight. Well, it's worth a shot. Hurry over there before it's too late. What about you? I'll catch up with you as soon as I find all my stuff. Right. Come on, Carol. Und schon geht's weiter. General Gong. You two again? Nice to see you too. We have to talk to you. The Kingdom Stone is in danger. Don't be ridiculous. Nothing gets past my nose. Natürlich. Will you just listen for a minute? What is the meaning of this? We mean no disrespect. We're just you trying heard to heard what the general said. There's nothing to worry about. But don't make me repeat myself. Well, they sound like they know what they're doing. Why don't we just charge up and go home, huh? I don't know. I feel like they're hiding something from us. It's an ambush! Ach! Follow me. Geile Musik!
Ja, und da werde ich es auch unterbrechen. Also holt euch das Ding. Und legt euch in diese Musik. Das ist großartig. Freedom Planet kaufen. Für jeden, der ansatzweise mit einem 16-Bit Jump'n'Run was anfangen kann. Das ist die beste Hommage, die ich seit langem gesehen habe. Was Shovel Knight für die 8-Bit-Welt ist, ist wahrscheinlich Freedom Planet für die 16-Bit-Welt. Willst du mich meine Abmoderation machen, Hase? Oder Drachen? Wobei man Drachen selten gute Erfahrungen macht. Aber ist ein anderes Thema. Das ist Freedom Planet. Kaufen. Ich bin euer Mr. Venom 1970 und sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.